Hallo, herzlich willkommen zu einem angestellt und vorgespielt, und zwar ein ganz spezielles und zwar ein ganz spontanes Outpath, First Journey ist die kostenlose Demo-Version von Outpath. Das Spiel erscheint 2023, also ein kleiner Ausblick auf das, was nächstes Jahr kommen wird. Und ja, es hat mich sofort begeistert, als ich quasi gelesen habe, worum es hier geht. Und zwar spielen wir Forager in 3D. Wer Forager nicht kennt, selbst schuld. Sofort auf Steam, sofort kaufen. Ist ein richtig geiles Spiel. Und das hier, Outpath, bezeichnet sich selbst ein bisschen als eine Mischung aus Minecraft, Satisfactory und Idle Clicker Games. Minecraft war dabei, habe ich das gesagt. Forager, Minecraft und Satisfactory. Und wir gucken einfach mal rein, was das schöne Spiel ist und gucken uns die ersten 20, 30 Minuten an. Mal gucken. Kommt ein bisschen darauf an, wie lange meine Stimme so durchhält. Ihr wisst, ich bin leider erkältet. Sitze hier mit Covid und nimm Salbei-Tee. Wenn du nicht so viel klicken möchtest, kannst du den Klicken- und Halten-Modus jetzt aktivieren, wobei du dieses Upgrade später im Spiel freischaltest. Obwohl du dieses Upgrade später im Spiel freischaltest. Das kannst du später in Optionen ändern. Nein, das mache ich dann später. Ja, was ist Forager? Oh, ich sollte etwas Holz und Fasern sammeln. Die Schrift ist schon mal Krebs, aber na gut. Wir gucken mal. Also, Forager ist quasi, man ist auf so kleinen Inseln im Nirgendwo und craftet sich mit dem bisschen, was man hat, also mit Blumen. Oh, guck mal, jemand kann klicken. Craftet sich also von Sache zu Sache immer mehr. Habe ich jetzt, ich habe Kupfererz eingesammelt. Okay, upala. Bärenbusch. Er ist tatsächlich so. So, die Dinge wachsen auch nach. Oh, war der gerade schon da? Also, wie ich schon sagte, die Dinge wachsen nach. Naja. Ja, und jetzt arbeitet man sich hier so vor. Ist das denn Biom erweitern? Das kann man vielleicht später. Bauen wir jetzt eine Werkbank. Konstruktionsmenü Q. So, was haben wir da? Hilfsmittel, Produktion, Magie. Ich habe ein bisschen reingeguckt bis jetzt. Drei Holz, drei Fasern. Okay, dann machen wir das noch nicht. Okay, das heißt, wir brauchen noch Fasern. Warte mal, hier sind das Fasern. Gras, Fasern, ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, die Sachen spawnen immer nach. Man kann das Ganze auch im Idle-Clicker-Modus machen. Das spricht mich natürlich besonders an. Ja, wer den Kanal kennt, weiß, dass es hier schon mal das ein oder andere Klickerspielchen gibt. Juhu. Ja, und wenn das natürlich in der Vollversion rauskommt, dann könnt ihr euch sicher sein, da wird der Onkel mal ordentlich reinbuttern ins Spiel. Weil es einfach schon, es sieht geil aus, es fühlt sich geil an. Neues Biom kaufen, Biom erweitern. Opa, da, jetzt habe ich schon ein Biom erweitert und wollte es gar nicht. Kann man ins Wasser fallen? Wir prüfen und ja, man kann. Okay. Aber es wird einem schnell verziehen. So, jetzt gucken wir nochmal nach der Werkbank. Hilfsmittel, Werkbank, Forschungstisch. Wir machen erstmal die Werkbank. Ah, guck mal hier, schön. Schön hier rein. Hier rein, ja, hier so hin. So, was haben wir denn da? Interagieren. Werkbank, Feuerstein, Sand, zermanschte Beeren. Das klingt gut. Holz, Beeren, Herstellung von 1. Kann man machen mal. Dapelbar. Mhm. Ich glaube, das gab es bei Forager auch. Also ihr seht, man kann aus einigen Dingen andere Dinge machen, schneller werden. Wir machen mal vielleicht so eine nice Feuersteinachse. Was brauchen wir dafür? Feuersteine. Fasern. Wir haben leider keine Feuersteine. Können wir. Was damit? Ah, Feuerstein, warte mal. Steine. Okay. Wie kommt man hier wieder raus? Zermanschte Beeren. Was ist denn Tab? Das ist das, was wir gerade haben, oder? Nahrung. Orange, verbrauchbares einmal. Plus 10% kritische Trefferchance. 90 Sekunden. Ich habe noch nicht rausgefunden, was ist das da oben? Fasernblume, Kupfererz. Gucken wir mal. Können wir irgendwas? Sand. Mit Feuersteinen. Wir müssen Feuersteine sammeln. Ich klicke einzeln. Ja, ich weiß, ich hätte das einstellen können. Kohlevorkommen. Oh, hallo, Kohlevorkommen. Sehr gut. Wir können mal in das andere Biom rübergehen und uns mal angucken. Ja. Bärenbusch. Es macht keinen Sinn, hier irgendwas stehen zu lassen, nach dem Motto, bloß nicht alles abbauen, es spawnt sowieso alles nach, also macht euch keine Sorgen.
Ja, wie gesagt, wer Forager nicht kennt, sollte da dringend mal, also wirklich mal dringend ein paar Videos zu anschauen. Vielleicht sollte ich ein paar dazu machen. Könnt ihr auch gerne, wenn ihr was sehen wollt, in die Kommentare schreiben. Na, ich natürlich. So, hoppala, was haben wir denn hier? Sandhaufen. Okay, kein Problem für uns. Das hier ist ein Problem, ne? Oh, nee, ist es auch nicht. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe sie extra vorher ein bisschen leiser gestellt. Oh, I like the clicking effect. Ja, schade, dass das Spiel erst nächstes Jahr rauskommt. Also ihr seht, wenn ich das hier aufnehme, ist es gerade Silvester. Hoppala. So, ich finde, jetzt haben wir hier eine Menge abgegrast. Oder abgeholzt. Je nachdem. Jetzt können wir eigentlich mal... Und den nehmen wir noch mit den Felsen. Was ist das hier? Ein Igel? Angreifen. Ein Turtle. Oh. Okay, Turtle. I must... Sorry, I have to... Schildkrötenpanzer. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch möglich war bei... Oh ja. Bei Forager überhaupt... Oh, was bist du denn? Hallo, Chicken. Tätschel, tätschel. Nein, erstmal eins killen. Das nächste tätscheln wir dann. So, was haben wir denn hier noch? Biom erweitern. Neues Biom kaufen. Wir gucken nochmal, da gab es noch andere Hilfsmittel, die wir bauen können. Zum Beispiel diesen Forschungstisch. Hm, den bauen wir mal daneben. Ja, kann man den daneben stellen? Ja, so halb. Jetzt gucken wir mal interagieren. Was kann man denn hier? Fähigkeiten laden, Ofen, Inschriften. Machen wir mal Ofen, Receipt. Ja, komm, forschen wir mal. Sehr gut, der wird jetzt geforscht. Feuerstein, Axt, Feuerstein. Ich glaube, das gab es im... Eine Spitzhacke können wir noch nicht. Ein Schwert können wir nicht. Das können wir nicht. Sand können wir aber. Will ich Sand herstellen? Nee, ich habe ja Sand aufgenommen, oder? Ja. Okay, nehmen wir die mal auf. Feuersteinaxt. Gucken weiter. Was haben wir da sonst noch? Produktion. Zum Beispiel einen Ofen. Oh, jetzt kommt hier so ein dicker Baum hin. Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ah, hier, guck mal. Feuersteinaxt ausrüsten, sehr gut. Ablegen. Ne, haben wir jetzt ausgerüstet. Sehr gut. Jetzt wollten wir hier einen Ofen hinstellen. Mal gucken, was wir hier machen. Oh, Ziegel, Kohle, Ofen, Kupferbarren. Also ihr seht schon, ich werde hier richtig Spaß haben. Maximal unendlich. Sehr gut. Was haben wir hier nochmal? Inschriftentisch. Spinnrad. Ich glaube, wir sollten das Spinnrad erforschen. Gucken wir mal. Ah ja, wir kriegen für das Abbauen von Zeugs. Sorry, kriegen wir auch entsprechend Punkte da oben links. Das ist doch schon mal schön zu wissen. Habe ich schon gesagt, das hier ist die kostenlose Demo. Ihr könnt es also auch alle spielen, ohne Geld auszugeben. Ja. Falls ihr das spielt, erwähnt immer meinen Namen dabei. Damit mein Kanal groß und prächtig wird. Oder so. Ja, wir brauchen für die. Wir brauchen eine Spitzaxt. Axt. Wir können ja mal gucken, ob wir die herstellen können. Was haben wir hier? Dauert das noch? Holz. Herstellung von 1. Okay. Das hier haben wir eingesackt. Hier können wir den Amboss machen. Aber wir machen mal den Inschriftentisch. Man weiß ja nie. Wohl, warte mal. Amboss ist ein bisschen weniger. Sehr gut. Und hier können wir mal gucken. Die Feuerstein-Spitzhacke. Ah, da fehlt es ja noch an Feuerstein. Man kann ja Feuerstein 4 Stück herstellen. Hier können wir nicht. Unendlich. Ja, leider nur einen. Stoppen wir das mal. Und
hier war hier nochmal was. Das können wir auch mal stoppen. Wir wollen jetzt nicht unendlich Kohle herstellen. Und hier haben wir den Amboss. Sehr gut. So, da sehe ich ein Hühnchen. Ich hatte ja gerade gesagt, das erste wird gekillt, das zweite wird zum Haustier gemacht. Das können wir auch mal machen. Das versteckt sich noch. Es ist noch ein bisschen... Ah, oh, hallo. Ei. Sehr gut. Ich würde hier gerne einen Zaun um dich rumbauen. Und dir einen Namen geben, aber... Das geht scheinbar noch nicht. Okay, wir gucken nochmal ins Inventar. Was haben wir denn hier noch? Rezepte. Hier können wir ein Spinnrad machen und einen Amboss herstellen. Ja, das ist momentan alles. Beeren könnten wir ausrüsten. Plus ein zusätzlicher Klickschaden, machen wir das mal. Und Kuh, da waren wir noch nicht ganz fertig. Ach, das sind die neuen Dinge quasi. Hier haben wir Magie, haben wir noch gar nichts erforscht. Und hier haben wir einen Landwirt. Unbekannt. Oh, da sehe ich eine Kuh. Hallo, Kuh. Ah, ich sehe schon. Oh, okay. Fähigkeiten laden, Forschungstisch, Inschriftentisch, Brecher, Sammelnetz, Mühle, Recycler, Verbreiter. Wir machen mal einen Inschriftentisch. Wir haben 300, komm. Wir machen das mal von vorne nach hinten. Ja, und ich sehe jetzt schon, die Frage ist ja quasi, wie viele Folgen mache ich hiervon? Wir brauchen, ich glaube, mehr Stein. Ne? Wir brauchen diesen Flint-Kram für die Spitzhacke, glaube ich. Wie viele Folgen machen wir von diesem Angestellt vorgespielt? Zeige ich die ganze Demo oder zeige ich nur ein bisschen was? Es ist gerade Silvester, mein Freund schläft gerade nebenan. Ich weiß gerade nicht so ganz genau, wie viel Zeit ich habe. Naja, vielleicht kann ich ja die Folge hier machen und dann vielleicht noch eine zweite Folge mal gucken. Vielleicht lade ich die auch gleich hoch, dann könnt ihr die jetzt sofort ansehen. Ach, ist das schön. Ja, ein kleines Silvestergeschenkchen für euch. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, ihr werdet mir entsprechend eine Rückmeldung geben. Juhu. Oh, wow. Hier sind wir weit oben. Oh, was ist das? Ah, ne, warte mal, das sind ja auch Bäume. Wir können natürlich auch mal gucken, ob wir das Biom erweitern oder so. Fuck, ich sehe mich schon Forager nächstes Jahr spielen als allererstes. Oh, ein Schmetterling. Schade. Essen mit Rechtsklick. Hm. Naja, guck mal, da macht man natürlich viel mehr Schaden. Geht schneller. Hoppala. Schildkrötenpanzer. Okay, den können wir leider nicht... Das heißt leider. Den können wir nicht malträtieren. Kein Problem für uns. So, wir haben jetzt als Freunde einen Huhn und eine Kuh. Die Kuh wird natürlich eine Milch geben, wenn man... Warte mal. Hoppala. Gegenstand Bottle 1. Okay. Ja, wie ich schon sagte, die wird wahrscheinlich eine Flasche Milch geben. Sobald man die versucht zu streicheln oder irgendwas mit ihr zu machen. Kessel, Sammelnetz, Ermächtigungstisch, Fähigkeitenladen, Mühle, Recycler, Verbreiter, Sprungfeld. Oh, Sprungfeld ist wahrscheinlich, um auf andere Dinge zu kommen. Hm, was ist eine Ermächtigung? Möglichst hier märkische Waffen herzustellen? Nein, noch nicht. Fähigkeiten mit Credits zu erwerben. Ja, das finde ich gut. Fähigkeiten ist genau unser Ding. Und wir können mal gucken, ob wir ein paar Ziegel herstellen können. Hm? Ja, machen wir mal drei, Entschuldigung. So, und was können wir hier nochmal machen? Bis jetzt nur den gleichen Kram. Nun gut. Ja, dann machen wir das, was wir am besten können. Wir farmen Sachen ab. Und ihr habt jetzt mittlerweile schon einen guten ersten Eindruck bekommen, was es hier zu tun gibt. Und ihr liebt das Spiel natürlich genauso wie ich auch. Wollen wir mal gucken, ob wir uns unser Biom erweitern können? Können wir eigentlich mal machen, oder? Es gab bei Forager irgendeinen Trick, zu sagen, hier bitte nicht mehr nachspawnen. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie das ging. So, hier haben wir schon investiert. Sammelnetz. 550. Wir gucken mal. Also Biom erweitern oder neues Biom kaufen. Wir erweitern mal das Biom. Wow. Hoppala. V
Feuersteinaxt. Ich sitze hier mehr so ein Felsendings. Aber ich mag's. Steinkupfererz. Musik ist noch ein bisschen random, wie ihr merkt. Mal gibt's Musik, mal gibt's keine Musik. Das finde ich aber schön. Ich muss mal rausfinden, wer das Spiel programmiert hat. Habe ich jetzt leider am Anfang nicht gemacht. Werde ich nochmal nachliefern, vielleicht in Folge 2. Mal gucken. So. Kupferbarren. Wir hatten jetzt Ziegel gemacht. Naja, Ziegel haben wir gemacht. Glas können wir machen. Gekochtes Fleisch, gekochter Fisch. Wir machen mal Kupferbarren. Wie viel können wir denn davon machen? Machen wir mal 5. Und wir gucken mal, ob wir noch ein bisschen forschen können. 500 können wir leider nicht forschen. Brecher 1500, 500. Die Mühle ist alles super teuer. Wird es teurer, je mehr ich forsche? Vielleicht ist das so. Hm? Okay, gucken wir nochmal auf Q. Da gab es den Fähigkeitenladen. Dafür brauchen wir 2 Glas. Ah ja, das ist schon mal gut zu wissen. Und hier können wir was Magisches herstellen. Hoppala. Da können wir mal Glas herstellen. Oh, leider nur ein. Uns fehlt Kohle. Okay, warte mal, dann brauchen wir 2 Kohle. Machen wir ruhig ein bisschen mehr. Und dann machen wir 2 Glas. Oh ne, ich mache nur ein Glas. Okay. Oh, es gibt keine Queue, keine Reihenfolge hier. Ne, richtig, richtig. Tätschel, noch ein Ei. Oder 2 Eier sogar. Leid, Fleischfedern. Hm. Yummy. Ich sag da mal so, ich grüße die Rosalinde von Ali. Ja. Kennt ihr Rosalinde? Schreckliche Frau. Ist mit einem Schwein berühmt geworden. Oh, wir könnten mal. Lass uns mal gucken, ob wir die. Guck mal, da kommt ja der Baum auf einmal her. So, Glas 1. Ja, ich glaube, wir mussten einmal Kohle herstellen. Da kann ich ja mal einen Salbei-Tee trinken. Und euch fragen, wie findet ihr denn das Spiel soweit? Tolle Sache, sagt ihr? Ja, finde ich auch. So, 4 Sand brauchen wir. Okay, dann gehen wir mal Sand farmen. Ich glaube, Sand gab es hier drüben. Ich wollte den Fähigkeitenladen herstellen. Ist noch nicht ganz so klar, wie man hier dran kommt, aber gut. Hier ist nochmal der Turtle. Turtle ist, glaube ich, das Einzige, was wir bis jetzt immer gefarmt haben. Ist nicht die freundlichste Sache von mir, aber... So, was ist hier los? Könnte die auch anpflanzen, zumindest bei Forager. Und das Spiel sagt ja, auch auf Steam könnt ihr das nachlesen, ist große Inspiration von Forager. Und das finde ich gut, wenn die Entwickler oder der Entwickler sagt, hier, das ist von Forager inspiriert. Dann weiß man zumindest, was man kauft. Und naja, jeder weiß ja, dass Forager einfach ein Mega-Hit war. So, nochmal ein Glas. Ne, da fehlt es noch an Sand. Ja, es fehlt tatsächlich an 2 Sand. Ein bisschen warten, bis wir jetzt Sand kriegen. Bis der Sand nachspawnt. Hm, blöd. Wir können hier hinten mal gucken. Hoppala. Oh, da sind wir vielleicht ins Wasser gefallen. Kleines Versehen. Hoppala, hoppala. Hier ist noch ein bisschen Sand. Ach, guck mal, genau die 2 Sand, die wir gerade brauchen. Na, wundervoll. Wundervoll. So, come on. Sand und... Jawohl. Wir können ja mal gucken, hier gab es doch noch den Fähigkeitenladen. Ah ja, genau. 2, das ist genau das, was ich haben wollte. Ich wollte jetzt den Fähigkeitenladen bauen. Genau. Das ist das erste Wichtigste, was wir machen können. Wir können dann in der Zwischenzeit nochmal forschen. Zum Beispiel... Ah, der Brecher klingt schon gut, können wir uns aber nicht leisten. Magische Waffen, das sieht aus wie ein magischer Kessel. Ja, genau.
Sammelnetz. Lass uns mal das Sammelnetz bauen. Ja. Forschen. So, das haben wir. Das heißt, jetzt können wir uns den Tisch bauen. Kennt ihr das, wenn ihr in einem Spiel seid und der Spieler macht das so schnell, dass ihr eigentlich gar nicht sehen könnt, was er gerade anklickt? Nervt mich persönlich immer ein bisschen. Ich versuche das hier nicht ganz so dolle zu machen. So, Nahrungssuche. Prügel, reduziert die Gesundheit von Objekten um 8%. Schnelleres Auftauchen von Fischen. 450, aha. Mh. 200, hier können wir was lernen, lebendig. 10% schnelleres Auftauchen von Kreaturen. Mhm. Okay, dann lass uns mal 200 Punkte sammeln. Das geht ja schnell. Wollen wir mal ein bisschen abgrasen hier. So, jetzt haben wir ja 200 Punkte. Jetzt könnten wir die ja, sobald wir das Kohlevorkommen hier weggebrochen haben, hier mal in das Lebendige investieren. Wie macht man das denn hier? Oh ja. Jetzt sind die schneller auf. Jetzt kann man hier Hass. Erhöht Klickschaden an Kreaturen um 15%. Ach, oh je. Okay, das heißt, man kann hier Magie, Kampf, Bauen, Angeln und Nahrungssuche machen. Und dann kann man die jeweils aufleveln. Okay, ich sehe schon, wir werden unser Leben hier an dieses Spiel verschenken. Schade auch. Ja, ich dachte, es wird ein schönes Jahr mit 2023. Aber offensichtlich wird das Jahr bestimmt durch diese wunderschöne Sache hier, durch dieses wunderschöne Spiel. Ich guck mal eben, ich glaube, wir können ein bisschen Kohle machen, oder? Besitz 5, ja, wir sollten vielleicht mal ein bisschen machen. Lass uns einfach mal 20 machen. So, dann ist das schon mal ein bisschen beschäftigt. Hier können wir gerade gar nichts forschen, weil wir einfach zu wenig Dinge haben. 500 ist da das Minimum. Und hier die Feuerstein-Spitzhacke, die können wir mal herstellen. Sehr gut, machen wir das nochmal. Ja, dann würde ich sagen, ist das erstmal für das. Das war's dann erstmal. Wie gesagt, falls ihr da mehr sehen wollt. Schaufel. Komm, die Schaufel machen wir auch noch. Habe ich die eingesammelt? Ja, wahrscheinlich, ne? Kann ich die ausrüsten? Ja. Geil. Feuerstein-Axt habe ich jetzt. Warte mal, ich habe auch eine Schaufel. Nee, doch, ich habe eine Schaufel. Dann lass uns mal schaufeln. Okay, man kann nichts schaufeln. Ich kann mit der Schaufel auch. Ja, aber nichts dingsen. Feuerstein-Spitzhacke. Macht 2 Schaden. Und die Feuerstein-Axt macht 1 Schaden. Okay, das ist mit der Axt, kann ich. Kann ich so machen, ne? Wundervoll. Kann ich zwischen 1 und 3 hin und her schalten. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ja, gut, da würde ich doch sagen, machen wir an der Stelle wirklich mal Schluss für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt zu diesem Spiel. Ob ihr das jetzt selber schon spielt. Wie gesagt, diese Demo ist kostenlos auf Steam. Oder ob ihr von mehr sehen wollt, dann mache ich noch 1, 2, 3, 4 Folgen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing.